Oh, hallo. Ich habe euch fast nicht gesehen hier. Aber ihr seht auf jeden Fall 100%ig richtig, Leute. Wir sind zurück in Killer, in Purple 2. Aus einem ganz wichtigen, besonderen Grund. Aber es stand bestimmt schon im Videotitel, oder? Killer in Purple 2 wird irgendwann im Laufe diesen Monats, im Januar, ein riesiges Update bekommen. Der Entwickler hat das bereits bekannt gegeben, dass hier nochmal ultra viel reinkommen wird und es wird das größte Update sein, was das Game bis jetzt bekommen hat. Und wir hatten schon einige Updates und wir hatten schon eine Menge große Updates. Und wenn das nächste Update noch größer wird, klick, dann schnallt euch besser an. Aber was bedeutet das jetzt für uns, Leute? Wir müssen uns natürlich auf das Update vorbereiten. Deswegen lasst gern schon mal einen Daumen nach oben da, wenn ihr... Oh, Leute, das Weihnachts-Update ist immer noch aktiv? Aber warte, nee, es war ja schon wieder Weihnachten. Okay, Entschuldigung. Wir haben schon eine Weile nicht mehr Killer in Purple gespielt, wie ihr vielleicht merkt. Aber lasst einen Daumen nach oben da, wenn ihr Bock auf diese Miniserie habt, ne? Wir machen jetzt mal wieder ein paar Videos, wo wir uns erstmal eine hübsche Location bauen und dann... Wenn das neue Update da ist, können wir direkt voll reinsteigen und die neuen Sachen auch austesten. Weil es sind bestimmt neue Animatronics dabei. Und die sind immer teuer. Für diejenigen von euch, die das Game gerade vielleicht zum allerersten Mal sehen, hier bauen wir uns eine eigene FNAF-Location. Wir haben hier eine eigene Pizzeria, die wir bauen müssen, wo wir auch Geld verdienen können. Allerdings sind wir der Purple Guy. Das heißt, wir müssen die Kunden entführen. Aber das ist nicht so schlimm. Wir haben ein Auto, wir können vor der Polizei abhauen. Ist alles gut. Das heißt, als erstes besorgen wir uns mal kurz, wie immer, wo ist es denn? Der Backroom, genau, den brauchen wir. Oh, warte mal, wir könnten ja eigentlich mal... Oh, ich habe eine Idee, Leute. Jedes Mal, wenn wir das Spiel spielen, machen wir den Backroom hier rechts hin. Wir machen ihn einfach mal woanders hin. Ne? Machen ihn einfach woanders hin. Ich meine, wir haben ja bereits ein paar Mal versucht, zum Beispiel eine FNAF 1 Location oder so nachzubauen, was halt teilweise alles... Es ist nicht so einfach. Sagen wir es, wie es ist. Ist nicht so einfach, das hier detailgetreu nachzubauen, ne? Allerdings werden wir mal unser Möglichstes versuchen einfach mal. Denn wir haben ja auch genügend Teile mittlerweile, die im Spiel drin sind, dass man eigentlich eine FNAF 1 Location gut... nachbauen kann, oder? Weil wenn ich mir das hier jetzt so angucke, Leute, hier können wir die Hauptbühne hinmachen. Dann ist hier so der ganze Dinnerbereich und so. Arcade-Maschinen können wir aufstellen. Und hier geht der Flur runter zum Büro. Das klappt. Das wird was. So, jetzt haben wir nämlich hier drüben ganz einfach den Backroom, was halt in FNAF 1 Parts and Service wäre. Hier können wir dann die Kinder entsorgen. Die müssen ja irgendwo hin, ne? Hier in die Müllklappe. In die Kinderabgabe. Naja. Und hier gehen die Gänge dann runter zum Büro, wo wir ja eigentlich wären, ne? Eigentlich sind wir hier drin und passen auf die Animatronics auf. Diesmal sind wir auf der anderen Seite. Dieses Mal machen wir die Animatronics. Muss ja auch mal sein. Aber so ist eigentlich echt originalgetreu zu FNAF 1, ne? Wir haben hier den Eingang, hier kommt die Bühne hin und da ist dann, ja, Parts and Service. Voll gut. Das heißt, wir platzieren jetzt auch einfach mal die Bühne natürlich möglichst in die Mitte hier rein. Ich denke, so passt es ganz gut. Und dann müssen wir jetzt einfach noch ein paar Tische natürlich hinstellen. Wie das hier ja üblich ist. Warte mal, hier so ein Tisch. Und wie viele Tische stellen wir auf? Das ist jetzt wieder die alles entscheidende Frage. Aber ich glaube, so 4 Tischreihen hier. Passt das so? Ich denke ja, oder? Warte, mit denen gehen wir am besten bis an die Wand ran. Okay, es wird doch nicht ganz originalgetreu, ne? Müssen wir auch ehrlicherweise sagen, man kann nicht alles haben. Moment mal. So, Tische und Stühle sind bereits platziert. Ich will jetzt nicht sagen, dass das hier vorne vielleicht... Ist es ein Konstruktionsfehler oder ist das ein Feature? Es ist hier ein bisschen eng. Zu eng? Vielleicht müssen wir das... vielleicht... Müssen wir das ein bisschen anders gestalten. Ich konnte auch nicht mit so einem Ansturm rechnen. Wir haben scheinbar die beliebteste Pizzeria im 200 Kilometer Umkreis. Ich rufe mal kurz den Architekten an. Wir müssen uns darum kümmern. Gut, Leute, die Tische sind jetzt auf jeden Fall besser platziert. Hier passen jetzt alle durch. Ich habe das abgeklärt. Gar kein Problem. Aufgrund von Budgetkürzungen konnte ich allerdings die Bühne nicht mehr hinstellen. Um ehrlich zu sein, habe ich die Platzierung verkackt. Und musste sie löschen und habe das Geld nicht wiederbekommen. Life is hard. Das heißt, wir müssen jetzt uns kurz darum kümmern, mehr Geld zu bekommen. Aber das ist kein Problem, Leute. Ich habe gehört, auf der örtlichen Müllhalde gibt es gute Deals für Kinder. Für Schrott, meine ich. Ist ja das Gleiche.
Wir müssen kurz uns in Schale schmeißen. Ganz wichtig, wir ziehen unseren wunderbaren Anzug an und dann kümmern wir uns jetzt mal kurz darum, Kinder mitzunehmen. Na? Zeigt einfach nicht der Polizei Audioaufzeichnung von diesem Video. Na? Dann weiß auch niemand, dass die Kinder mitgenommen haben. Das ist gut. Danke für eure Aufmerksamkeit. Oh, was ist denn hier passiert? Ein Unfall. Den Kindern geht's nicht so gut. Aber die spielen alle... Hä? Spielt ihr alle Gitarre? Ja, ne? Oder was macht ihr mit euren Händen? Moment mal. Das Problem ist, weil ich nicht nachgedacht habe, habe ich die alle hier draußen erledigt. Und jetzt muss ich jeden einzeln von Hand hier reintragen, weil ich den Staubsauger noch nicht habe, Leute. Ich kann den noch nicht einfach alle aufsaugen und dann hier reinschmeißen, was wir sonst oder früher immer gemacht haben. Weil wir komplett neu angefangen haben, haben wir den noch nicht. Da habe ich nicht dran gedacht. Und jetzt muss ich alle von Hand hier reintragen. Das ist ein bisschen nervig, aber müssen wir machen, damit wir Kohle kriegen, damit wir uns unsere ersten Animatronics und so kaufen können. Weil ich will wirklich, für wenn das Update kommt, will ich hier gut aufgestellt sein, Leute, dass wir dann direkt die ganzen coolen neuen Sachen halt wirklich uns direkt anschauen können und wir nicht dann erst noch 5 Stunden spielen müssen, bevor wir uns die ganzen neuen Sachen leisten können. Deswegen, ich tüte das hier mal schnell alles ein. Und dann fahren wir die schnell zur Müllhalde. Da gehören die nämlich hin. Leider konnten wir aber nur 120 einsammeln, weil wie ihr seht, ist jetzt schon wieder Tag. Und sagen wir einfach mal, tagsüber findet die Polizei das in dem Game gar nicht so cool, wenn man im Restaurant Kinder einsammelt. Ey, ich schwöre, die Audiolines von diesen Aufnahmen werden mich so in den Knast bringen eines Tages. Aber wir schmeißen das mal hier rein. Wie viel bringt das? Oha! Boah, ich habe vergessen. Stimmt, früher hat man so wenig Kohle bekommen. Mittlerweile gibt es ja richtig viel Geld, wenn man hier die Kinder wegbringt. Früher war das ja irgendwie nur $10 oder so. Mittlerweile ist es ja richtig, richtig viel. Ihr habt gesehen, jetzt 120 waren 6.000. Das ist stark auf jeden Fall. Da können wir uns auf jeden Fall einen Sauger direkt von kaufen und eine Bühne und, ein Unfall mit dem Auto auch, oder was? Ah ja, wie ich sehe, hat die Polizei auch schon gut aufgeräumt und die Leichen weggebracht. Sehr gut. Okay, wir placen jetzt die Bühne mal so gut wie möglich. Das Problem ist, wenn ihr jetzt als Leute... Warte, hat das jetzt geklappt? Steht die jetzt gut an der Wand? Ja, nicht perfekt. Aber es ist okay. Okay, und wen können wir uns leisten? Direkt Freddy Fazbear. Und... Okay, Bonnie kaufen wir jetzt. Obwohl doch, Bonnie können wir auch noch kaufen. Komm. Bonnie kaufen wir auch noch. Chica können wir aber erst am nächsten Tag wieder kaufen. Das kostet ja dann... Was kostet Chica? Warte mal. Muss kurz mal nachgucken. Ich weiß gar nicht genau. 5.000! Ja, das wird heute nichts mehr. Aber so sieht es schon mal richtig, richtig gut aus. Und jetzt platzieren wir mal noch ein bisschen Deko hier drin, damit es so wirklich aussieht wie eine Fluff-Location. Und nicht nur wie eine Halle mit Tischen drin. Und Killer-Robotern. Ja. Oh, ich habe vergessen, dass ich den Sauger kaufen muss. Oh, Backe. Tja, aber was will man groß an Deko hier machen, Leute? Ich habe jetzt hier noch diese Sterne aufgehangen. Ich habe dann eben noch mal ein bisschen... und Kameras natürlich. Kameras haben wir platziert, ganz wichtig. Den können wir auch noch Namen geben. Müssen wir natürlich die originalen Kameranummern wie aus FNAF 1 natürlich machen. Und ich habe auch den Sauger gekauft. Eben noch mal ein bisschen Kohle verdient und das Ding auch noch ran geschafft. Das Einzige, was uns ja jetzt dann eigentlich noch fehlt, ist die Küche. Die würde ich natürlich hier drüben hin machen, auch wenn hier eigentlich die Toiletten sind in FNAF 1. Wir haben nicht wirklich Toiletten hier in dem Spiel, also machen wir einfach die Küche hin. Das wird schon niemandem auffallen. Oh, die Küche kostet sogar nur $200. Oh, die haben wir sogar noch. Perfekt, Küche platziert. Okay. Die Küche steht jetzt auf jeden Fall. Wieso liegt hier eine Pizza? Hä? Habe ich die jetzt eingesammelt? Kann ich die abgeben? Hi? Das war eine Bodenpizza, wollt ihr die haben? Nein? Okay, kann ich verstehen. Ah ja, natürlich, ich habe ja auch noch gar nicht den, oder nee, doch, das Ding macht schon Pizza. Das ist nur das Upgrade. Ja, stimmt. Okay, hier, warte. Direkt eine Pizza am Drive-In verkaufen. $100. Die teuerste Pizza in der Stadt, vielleicht sogar weltweit. $100. Für so eine Pizza. What the hell, man? Aber das ist jetzt schon mal wieder unsere FNAF 1 Location, Leute. Wir werden hier nochmal nächste Episode ein bisschen dran weiterbauen und das Ding halt nach FNAF 1 Standards komplett ausrüsten. Da fehlen ja nur noch ein paar Kleinigkeiten und dann ist auch hoffentlich schon das Update da. Und dann können wir die ganzen coolen neuen Sachen erkunden, die in Killer in Purple 2 da sein werden. Deswegen abonniert auf jeden Fall den Kanal, damit ihr das nicht verpasst. Denn ich bin echt gespannt. Der Entwickler hatte ein paar Mal gesagt, ja, hier ist noch alles
alles noch gelockt, weil wir die Story erst nochmal neu durchspielen müssen. Wir müssen noch einiges eigentlich hier drin machen. Aber ich denke, dass vielleicht sogar Security Breach Animatronics im nächsten Update hier reinkommt. Oder Help Wanted Animatronics, was auch immer. Ich bin auf jeden Fall extrem gespannt, Leute. Und ihr hoffentlich auch. Wenn ihr sehen wollt, wie es ist, aus der Sicht von einer Animatronic zu spielen, klickt auf jeden Fall hier oben, hier unten, um ein Abo dazulassen. Und wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut und bis dahin.